ist denn heute schon Weihnachten? Die Märkte jedenfalls nehmen das so ein bisschen an. Vor allem die US-Tech-Werte im Nasdaq, die haben mehr oder weniger schon mal eine vorgezogene Weihnachtsrallye eingeläutet und das Anfang November. Was passiert dann mit der Weihnachtsrallye, nachdem wir schon ein bisschen überkauft sind, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren? Wir sind von stark überverkauft zu stark überkauft gewechselt. Das in so kurzer Zeit, das ist ziemlich ungewöhnlich. Wir wollen uns die aktuelle Lage mal anschauen. Was passiert da eigentlich? Markets are pricing for utopia of low rates, rising stocks, low inflation, no recession and no war. Ja, es ist die beste aller Welten offenkundig jetzt. Nachdem die Märkte infolge der Pressekonferenz von Jerome Powell letzten Mittwoch nach der Fed-Sitzung irgendwie etwas gehört haben, was nur sie gehört haben, jetzt so einige Analysten, die sagen, also ich war bei der Pressekonferenz dabei, das, was die Märkte hier hören wollten, habe ich nicht gehört. Morgen wird sich Jerome Powell äußern, am Donnerstag nochmal, mal sehen, wie er da versucht, darauf zu reagieren, auf die Lockerung der Financial Conditions, aber es ist natürlich im Kern vor allem ein massiver Short Squeeze, Folge einer Unterinvestition, die entstanden war aus einer bärischen Stimmung bis Ende vorletzter Woche. Und so passieren Dinge, die eben passieren. Wir sehen eine, ja, wie soll man sagen, fast gewaltsame Rallye, nachdem wir einen Abverkauf von 12% gesehen hatten von den Juli-Hochs. Jetzt sind wir im 5-Tages-RSI praktisch im Bereich 80 bei S&P und Nasdaq. Das ist in der Regel ein Niveau, da kann es noch ein bisschen überkaufter werden, noch ein bisschen nach oben gehen und meistens kommt dann eine Korrektur, kommt eine, naja, Reversion to the Mean, also eine Rückkehr zu den normalen Dingen, zu dem Durchschnitt. Und wenn wir das Ganze mal vor dem Hintergrund, fundamentalen Hintergrund sehen, noch nie zu Beginn eines Quartals wurden die Gewinnerwartungen für die Aktien oder Unternehmen aus dem S&P 500 so stark gesenkt wie aktuell, nämlich seit dem zweiten Quartal 2020 nicht mehr. Was war da? Da war die Corona-Crash. Also wir sehen, da ist durchaus einiges in der Mache. Die fundamentale Situation verschlechtert sich. Ich hatte Charts mehrfach gezeigt oder Grafiken mehrfach gezeigt, dass eigentlich die Unternehmen skeptischer werden, was die Nachfrage betrifft. Aber die Kurse werden optimistischer. Sven Henrik zeigt hier Breaking out of a bull flag, nämlich den Nasdaq 100. Vorher haben wir eine Bear Trap, also eine Bärenfalle. Haben wir jetzt eine Bullenfalle oder geht das jetzt immer so weiter? Aktien steigen immer, weil die Zinsen morgen bei Null sind, die Inflation auf minus 10% fällt und natürlich die Wirtschaft um 10% wachsen wird. Das ist alles sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn wir heute im Nasdaq positiv abschließen, und es sieht ja derzeit so aus, dann wäre das der 8. Tag in Folge. Längste Gewinnstrecke seit 2021, November 2021, damals der Nasdaq auf einem Allzeithoch. Danach ging es ja steil bergab unter. Das führte dann ja zu dieser scharfen Korrektur 2022, die ja auch sehr starke Rallyes zwischendurch hatte, in der Summe aber negativ war. Der S&P 500 jetzt 7 Tage in Folge auf der Gewinnerseite, längste Strecke seit 2021, nähert sich jetzt den Hochs aus dem Oktober. Wir wären also da, wo wir Mitte Oktober waren. Das ging alles ziemlich flott und ziemlich schnell. Hier ist Widerstand so in dieser Zone 4380, 85, 4400 Punkte beim S&P 500. Und wir sehen, steigende Kurse schaffen fröhliche Stimmung. Und hier sehen wir mal, dass die Investitionsbereitschaft jetzt sprunghaft angestiegen ist. JP Morgan befragt hier vor allem institutionelle Investoren, wollt ihr in nächster Zeit eure Investitionsquote erhöhen oder verringern? Jetzt sind wir bei 67. Das ist ein Niveau, das wir zuletzt ungefähr vor einem Jahr hatten, vor gut einem Jahr, Juni 2022. Damals auch eine ziemliche fette Rallye. Und wir sehen auch, dass jetzt die Privatanleger, die vorher sehr pessimistisch waren, jetzt sogar am oberen Ende oder eher in der oberen Range des Optimismus angesiedelt sind. Und die Märkte gehen oft und gerne den Weg des größten Schmerzes. Dann, wenn alle optimistisch werden, geht es wieder nach unten. Wenn alle pessimistisch sind, dann geht es eben nach oben. Tech jedenfalls in Relation
zum S&P 500 auf einem Allzeithoch, gar keine Frage. Und wenn wir uns die Marktbreite heute mal anschauen, zumindest im bisherigen Verlauf, dann sehen wir, nur gut ein Drittel der Aktien sind gestiegen, zwei Drittel sind gefallen. Wir haben mehr neue 52-Wochen-Tiefs als 52-Wochen-Hochs. Aber sei es drum, man feiert nur einmal. Heute vor allem Amazon im Plus, was den S&P belastet oder den Energiesektor, nachdem der Ölpreis heute deutlich gefallen ist. In Sachen Nasdaq wird noch wichtig, heute nachbörslich ARM, jene Chipfirma, die sozusagen die europäische Variante von Nvidia ist, oder nie wieder, wie manche auch bösartigerweise sagen, die werden nachbörslich 22.05 Uhr ihre Zahlen vorlegen. Da kann man mal gespannt sein. Das könnte für das Sentiment morgen sehr, sehr wichtig sein. Und was sagt die Fed? Naja, der Jeromy, der sitzt wahrscheinlich zu Hause und denkt sich, sag mal, was machen die da? Habe ich das wirklich gesagt, was die jetzt hier glauben? Na, habe ich eigentlich nicht, gell? Und jetzt schickt der andere vor, zum Beispiel den Neil Kashkari. Manche sagen, das ist der Andre Agassi für das Prekariat. Und der hat gesagt, also, das ist alles ein bisschen hoddy-hoddy, was hier in der Wirtschaft passiert. Und wir wollen unbedingt die Inflation auf 2% nach unten bringen. Wir wollen eher zu viel tun, als zu wenig tun. Also man versucht zumindest seitens einiger FED-Mitglieder, diese ganze Rallye so ein bisschen einzufangen bei den Aktien und den Fall der Renditen zu stoppen, denn all das lockert die Financial Conditions, die letztendlich Nachfrage schüren, wenn sie immer laxer werden und dadurch die Inflation schüren. Aber es gibt mehr und mehr Kritik jetzt an der FED. Hier zum Beispiel wieder Mohamed El Erian, der sagt, naja, statt immer auf veraltete Daten zu gucken, solltet ihr doch irgendwie mal eine strategische Sicht auf die Dinge haben und nicht die Volatilität an den Märkten noch so stark befeuern. Nach Powell sind die Renditen ja massiv gefallen, Aktien gestiegen. Gestern waren die Renditen wieder gestiegen, nachdem andere FED-Mitglieder versucht hatten, hier wieder die Märkte so ein bisschen einzufangen. Also es ist sehr volatil und das liegt auch, da hat Mohamed El Erian recht, durchaus an der FED, die jetzt auch mit der Situation konfrontiert ist, dass die Verschuldung in den USA bei hohen Zinsen natürlich auf Dauer nicht tragfähig ist. Die Republikaner versuchen jetzt eine Stopgap-Funding-Bill wieder auf den Weg zu bringen, denn sonst ist Ende nächster Woche Government Shutdown. Hier sehen wir, die Zinskosten der Amerikaners haben jetzt über die Marke von 14% erreicht. Und normalerweise ist das ein Niveau, wo man dann etwas sieht wie fiskalische Austerität, also so ein bisschen weniger Geld ausgeben. Das war ja auch ein wesentlicher Grund, warum letztendlich die Zinsanhebungen der Fed verpufft sind, weil die beiden Regierungen unfassbar viel Geld rausgehauen hat. Das gilt auch für die Konsumenten in den USA. Wir haben heute den Total Household Debt bekommen. 17,29 Billionen. Ein Anstieg von 228 Milliarden Dollar zum Vorquartal. Der größte Teil sind Mortgages, also praktisch Hypothekenkredite. Klar, Haus oder Häuser, Immobilien sind natürlich das teuerste, was man so auf diesem Planeten normalerweise findet im Alltagsbereich oder in dem Bereich, der für die meisten Leute wirklich ein wichtiger Punkt ist. Also wir sehen, es geht weiter nach oben und das gilt auch für die Delinquencies, also praktisch für die Ausfallraten bei den Krediten. Das zeigt weitgehend deutlich nach oben. Die Amerikaner versuchen also, über gestiegene Schulden die Lebenshaltungskosten zu finanzieren, die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Man bekämpft also Inflation mit Schulden. Und wie kann das gut gehen? Das ist die Frage, die man sich hier wirklich stellen muss. Das gilt auch leider für dieses Drama Israel, Gaza und so weiter. Hier sehen wir, dass jetzt israelische Kampfflugzeuge in Libanon Beschüsse getätigt haben, nahe einer Armeeniederlassung des Libanon, weil eben schlichtweg aus dem Libanon viel rausgeschossen wird in Sachen in Richtung Nordisrael. Und hier droht das also immer mehr, dass der Libanon in diesen Krieg reingezogen wird, respektive die Hisbollah. Und so hat jetzt der Vizechef der Hisbollah nochmal gesagt, na, im Qassem
dass das, wenn jetzt es nicht bald einen Waffenstillstand gibt, dann wird die Hisbollah immer mehr in diesen Krieg reingezogen oder wird sich an diesem Krieg immer mehr beteiligen. Nasrallah wird ja der Oberchef wird ja am Samstag eine Rede halten. Viele Palästinenser waren sehr enttäuscht von seiner Rede, weil sie sich im Stich gelassen fühlen. Mal sehen, ob sich das ändert. Es gab heute Berichte, die inzwischen dementiert werden, zumindest über einen Anschlag des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, der ja praktisch der Palästinenserpräsident im Westjordanland in der Westbank ist. Hier sei ein Leibwächter getötet worden. Man sieht eigentlich auch Bilder, aber möglicherweise war es nicht Mahmoud Abbas, sondern ein anderer sehr hoher Offizieller bei den Palästinensern. Also wir sehen, da ist Unruhe. Dieser Konflikt ist wohl sehr dauerhaft, sehr lange und die Frage ist, wie wird die ganze Geschichte weitergehen? In Deutschland wissen wir, dass die Insolvenzen weiter steigen werden. Das hat heute die Handelskammer Halle, die diese Daten erhebt, für Deutschland klar gemacht. Wir haben jetzt schon einen Anstieg um 44% zum Vorjahresmonat und die IHK Halle erwartet, dass das Ganze deutlich jetzt nach oben geht. Logisch, wir haben ja eine Rezession, wir haben im Bausektor diese Probleme, wir haben eine Industrierezession, wie sie sich gewaschen hat mit Werten, die wir zuletzt in Corona hatten. Wäre also kein Wunder, wenn das passiert. Und insgesamt sehen wir denken ja immer, wir sind Exportweltmeister. Wir sind ja, weil der Yen kollabiert ist, jetzt wieder drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Manche feiern das in Unkenntnis eben der Fakten, dass Japan nur deshalb eben in Dollar oder auf Dollarbasis wieder hinter uns zurückgefallen ist aufgrund des Yen-Verfalls. Aber Polen zum Beispiel ist in Relation zu zum BIP in Sachen Exporten uns deutlich voraus, hat in den letzten Jahren einen riesigen Vorsprung. Wir sind jetzt nur noch Nummer 3 hinter Schweden. Ja, also auch hier sieht man, es verändert sich was zum Unguten. Neel Kashkari, der Mann, der auf einmal die Märkte bewegt, der soll also so ein bisschen das Ganze einfangen, ist ihm offenkundig bisher nicht so richtig gut gelungen. Hier hat sich noch Goolsbee geäußert, eigentlich ein sehr dovisches FED-Mitglied. Auch er sagte, Inflationsbekämpfung, ganz, ganz wichtig. Also man versucht jetzt so ein bisschen die Schäden zu reparieren seitens der FED. Warum, wieso, weshalb? Lesen Sie in diesem Artikel erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, das Desaster um WeWork, jenes Unternehmen, das ja mal 47 Milliarden Dollar wert war, jetzt praktisch keine 400 Millionen Dollar, weil man Gläubigerschutz angemeldet hat. Und Softbank, der Konzern, der vor allem das Ganze gepusht hat, hier ist der Chef mal eben, oder Softbank, mehr als 11,5 Milliarden Dollar ärmer geworden, denn da kommen noch über 2 Milliarden Schulden dazu von WeWork, die muss dann Softbank wohl auch übernehmen. Also ein teures Missverständnis und ein Problem wahrscheinlich für den Sektor Büroimmobilien in den USA. Man hat heute jetzt schon einige Offices geschlossen von WeWork in New York. Das Ganze dürfte sich fortsetzen. Also hier zweite Empfehlung und ich empfehle mich jetzt in diesen Abend und sage das Allerbeste Ihnen. Viel Spaß, eine schöne Weihnacht wünsche ich jetzt. Servus, ciao.